Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge. Ich entschuldige mich jetzt für die letzte Folge. Da habe ich dann auch noch mit dem Intro einen Fail gemacht, mit der Stimme und sowas. Deswegen, ja, heißt die natürlich auch Mr. Blöd ist da. Es ist auf mich bezogen, ja. Und ja, haben wir dann jetzt Folge 11 am Start. Sie heißt in letzter Sekunde. Warum das Ganze werdet ihr noch im Laufe des Gameplays sehen. Ich dachte sogar, das wäre Folge 12 schon. Ja, hier erstmal erstes Spiel gegen Leverkusen. Robbie Kruse sitzt vorerst auf der Bank der Australier. Die erste Möglichkeit über Mario Götze in der 9. Minute. Er spielt den Ball gut in der Verteidigung aus. Der Strafraum ist komplett frei für ihn. Ribéry dann im Nachschuss, nachdem Leno abprallen ließ. Das Tor. Mario Götze hätte schon vorher noch geiler das Tor gehabt. Aber so Ribéry einfach draufgezogen nach dem Abpraller. Viele sind jetzt sagen, oh, was für ein Gammeltor. Aber das ist eigentlich richtig stark. Weil du musst erstmal gegen drei Gegner den Ball kriegen und dann ins Tor schießen. Nächste Möglichkeit dann wieder für die Münchner über Arjen Robben. Er zieht wieder von rechts rein und dann das Außennetz. Arjen Robben probiert es genau wie Götze. Nur leider die hier ohne einen Erfolg. Es gibt da noch eine Ecke, da Leno mit dem Knie noch dran war. Martinez scheitert. Dann ganz. Nächstes Spiel gegen Juventus Turin, darauf könnt ihr euch freuen. Die Leverkusener kommen dann noch vor der Halbzeit zurück über Bentner. Der macht nämlich hier eine Flanke. Und das kann es dann noch nicht gewesen sein. Reinhardt köpft nämlich den Ball ins Tor. Ein wunderschönes Tor von Reinhardt. Und in der zweiten Halbzeit Kießling mit dem 2:1. Mal eben dieses Spiel komplett hergegeben. Unglaublich. Ich habe schon wieder diesen unglaublich dick oder was, Alter. Krass. Aber wirklich wunderschönes Tor. Flanke von Hakan Çalhanoğlu. Und dann muss Kießling diesen Ball einfach nur reinhämmern. Das ist das 5. Tor für Kießling, wie ihr jetzt gerade seht. Das ist alles spielt in der 66. Minute. Und wenn es noch nicht genug wäre, Hakan Çalhanoğlu. Dann hat den Ball auch nochmal rein. Manuel Neuer sieht dabei richtig schlecht aus. Hakan Çalhanoğlu. Dagegen umso besser. Es ist das 3:1. Ein unglaubliches Ding. Zum Leide des FC Bayern München. Und das war's dann vom Spiel und dann ganz zur Pressekonferenz. Da habe ich Robert Lewandowski ein bisschen motiviert. Man kann ihn ja nicht kritisieren. Jemanden, da wollte ich Robert Lewandowski kritisieren, dass er nicht so gerade wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Und das ist auch der Grund, warum ich ihn rausgenommen habe. Ich habe ihn sozusagen motivieren, ist für mich sozusagen kritisieren, sagen wir mal. Und dafür habe ich ihn jetzt rausgenommen. Und das gefällt natürlich Robert Lewandowski jetzt nicht. Und da wird es natürlich bestimmt in der Gespräche noch geben, würde man sich denken. Hier sieht man, dass wir nur einen einzigen Punkt brauchen, um weiter zu sein. Galatasaray spielt gegen Lille und wir spielen gegen Juve. Spielkommentatoren, die ich gehört habe, waren Frank Buschmann und Manni Breukmann. Die Aufstellung sieht man jetzt hier. Buffon, Caceres, Chiellini, Bazzagli, Caceres, Marone, Asamoah, Marquiso, Pogba, Lichtensteiner, Tevez und Laurent. Und natürlich am Tor Buffon. Das von Juventus Turin. Hier das kurze Abklatschen mit den Bayern-Spielern. Und wir schauen dann noch kurz auf die Bayern-Aufstellung. Die haben im Tor Manuel Neuer. Außerdem mit einer ganz veränderten Aufstellung. Denn Alaba spielt, Bernardia spielt, Martinez, Gaudinho rechts, Schweinsteiger, Rode, Müller, Thiago, Robin und von vorne Daniel Sturridge, also Müller links. Die Bayern haben dann auch die erste Möglichkeit über Daniel Sturridge. Der Engländer probiert's, aber Buffon hält.
Sturridge ist ja der Champions League Torjäger und er hat jetzt schon länger nicht mehr in der Champions League getroffen. Vor allem gegen Galatasaray Istanbul nicht und jetzt macht er das Tor gegen Juventus. Da gibt's seinen Armwedler wieder. Daniel Sturridge, Thiago beim Jubel dabei. Arjen Robben machte das perfekt gegen drei bzw. zwei Juventer durchgesetzt und dann der perfekte Pass zu Sturridge, der dann sein Knie dann nur noch hinhalten muss, um das Ding zu verwandeln. Robert Lewandowski kann feiern, obwohl er hier auf der Bank sitzt. Auch Ribéry, Götze und Pepe, Rainer feiern über das fünfte Tor von Daniel Sturridge. Damit hat er genauso viele Tore gemacht. In der Champions League leider hier nicht sein sechstes, aber er hat dann genauso viele Champions League Tore wie Kießling Bundesliga Tore. Nebenbei verletzt sich hier noch gleichzeitig ein. Verletzt sich Marona. Dann gibt es aber Ecke über Müller. Martinez, Ball wird abgeprallt. Es ist alles in der 45. Minute. Vielleicht Gaudino. Nein, er spielt auf Robben. Arjen Robben verliert den Ball an Asamoah. Asamoah haut den Ball raus. Benatia auf Alaba. Alaba. Spielt ab. Nein, er läuft weiter. Jetzt vielleicht das Abspiel. Ja, er spielt auf Daniel Sturridge. Und dann kommt der Schluss. Halbzeitstand 1-0 für die Bayern. Die können zufrieden sein. Und sie brauchen nur ein einziges Tor. Vielleicht jetzt über Sturridge, der gefoult wird. Und Müller! Das wäre es gewesen. Wenn dieses zweite Tor da gewesen wäre, wären die Bayern eventuell jetzt schon weiter. Ganz sicher. Man will das zweite Tor. Und das sieht man jetzt auch in dieser Aktion. Arjen Robben flankt den Ball rein und da scheitert man dann schon vorher. Die Bayern dann auf einmal wieder durch über Daniel Sturridge. Der hat so viele Chancen hier. Und die nächste Chance, die er vergibt. Er legt sich auf den Boden und will am liebsten weinen. Das sieht man wirklich. Buffon hält diesen Ball wieder. Und Daniel Sturridge mit der keine Ahnung wie vielen Chance in diesem Match verkackt einfach wieder. Weil wir dann ja abgeprallt hat die Säcke auf Alaba. Dann nochmal der Abpraller auf Martinez. Martinez verliert dann den Ball. Und dann gibt es die nächste Möglichkeit. 88. Minute nach Pass von Götze, der eingewechselt wurde. Daniel Sturridge an den Innenpfosten. Es war zum Zerzweifeln. Paul Pogba schoss in den Ball ja raus. Paul Pogba ja in Gesprächen bei Real Madrid, da Sami Khedira laut Angaben von Sportbild einen Vorvertrag mit dem FC Bayern München gemacht hatte. Dann aber Pereira mit der ersten Möglichkeit für Juve Saceres. 1-1. Juventus Turin gleicht mal eben dieses Match aus in der 90. Minute. Und jetzt wisst ihr, warum diese Folge in der letzten Sekunde heißt. Denn das hier ist wunderbarer Fußball. Saceres in der 90. Minute. Wirklich mit dem Schlusspunkt dieses Matches. Martin Saceres. 90. Minute. Und hier sieht man das jetzt auch. Das ist Götze. Verliert den Ball nochmal mit Asamoah. Der spielt raus. Ja, und das war's. Das war's wirklich. Bayern und Juventus Turin trennen sich 1-1. Und es war am Ende dieses 1-1 ein Tal der Tränen, aber auch ein Tal des Jubels. Denn Bayern ist weiter. Wir haben dafür 11,5 Millionen bekommen. Ja, leider habe ich total vergessen aufzunehmen. Im Stade Municipal. Ich hoffe, nächstes Jahr bei FIFA 16 wird es die komplette Bundesliga-Mannschaft komplettes Stadion geben, weil das wäre cool. Auf jeden Fall jetzt Robert Lewandowski auf Lukas Julian Scholl, der im zentraloffensiven Mittelfeld heute spielt. Sein Vater ja Mehmet Scholl. Und der macht hier mal in Augsburg ein bisschen Wind. Anstoß, gerade gesehen. Lauf und Tor. Lukas Julian Scholl. Da hat er was von seinem Vater. Unglaublich. Mehmet Scholl ist stolz. Er sitzt im Stadion und schaut zu. Und Mitchell Weiser kommt direkt zum Feiern. Der ehemalige Kölner Mitchell Weiser. Zusammen jetzt mit Lukas Julian Scholl am Trainieren in der zweiten Mannschaft. Aber hier, das ist erstklassig. Das ist Fußball-Bundesliga-like. Lukas Julian Scholl mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Und das nach 2 Minuten im dritten Match. Zweiten oder dritten Match. Gegen FC Augsburg. Und die 28. Minute wird dann, beziehungsweise 29. Minute, Fehler, es war ein Alonso-Flanke, Robert Lewandowski, perfekter Kopfball. Da ist er zurück, der Robert Lewandowski, Alonso, feiert eigentlich mehr als sich jetzt als Vorlagenleger, anstatt dass Robert Lewandowski sein Tor bejubelt.
Robert Lewandowski, ein perfekter Kopfball, aber es war auch eine perfekte Flanke von Alonso, deswegen der Jubel von Alonso sehr berechtigt. Ein schönes Tor. Und ja, das ist natürlich richtig bad für Augsburg. Vöbel lahm dann in der zweiten Halbzeit, kurz vor Schluss auf Shaqiri nochmal und Marvin Hitz hält den Ball. Ja, die wollten jetzt sehen, sind jetzt die 90. Minute, sind jetzt 40 Sekunden ungefähr noch. Ich wünsche euch noch viel Spaß jetzt in den folgenden Szenen und in der Endcard. Drückt dort auf Abonnieren, guckt das letzte Video an. Ein bisschen diese Fail-Aufnahme, beziehungsweise Fail geschnitten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut raus. Peace out.